Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch die Neuerscheinungen aus dem Monat Dezember vorstellen. Ich persönlich finde, dass im Dezember zwar doch einige Titel erscheinen, aber wenn man es im Verhältnis zu den vorigen Monaten sieht, sind es gar nicht mal so viele, zumindest die mich interessieren. Natürlich erscheinen noch viel, viel mehr Bücher, als ich euch heute zeige, aber ich möchte euch ja immer meinen Lesegeschmack präsentieren oder die Bücher, die meinen Lesegeschmack repräsentieren. Ja, im Oktober ist ja immer Buchmesse in Frankfurt und ich habe das Gefühl, dass so vor den Buchmessen, auch in der von Leipzig, in Leipzig, dass da die Verlage immer sehr, sehr viele Bücher rausbringen, damit sie diese eben auf der Buchmesse vorstellen können. Und ja, die Buchmesse ist jetzt rum. Es ist jetzt mittlerweile Mitte November oder fast schon Ende November. Und ja, irgendwie ist es bei den Verlagen etwas ruhiger jetzt, kurz vor Weihnachten. Aber das ist ja auch irgendwo verständlich. Ich würde jetzt aber sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch, das auch gleich am 1.12. erscheint. Und ich glaube, das ist das Buch, auf das die Buchbubble, sei es jetzt BookTok oder Bookstagram, am meisten hinfiebert. Ich spreche natürlich von Iron Flame von Rebecca Yarros. Und ja, ich brauche da gar keine Ausnahme zu machen. Ich bin da auch voll im Hype drin. Am 7. kam ja schon die englische Ausgabe raus und ich habe auch ein paar Freunde und Freundinnen, die nicht mehr bis zum 1.12. warten konnten und sich die englische Ausgabe gekauft haben. Ich habe tatsächlich die deutsche Ausgabe vorbestellt und hoffe auch natürlich, dass ich die am 1.12. in der Hand halten werde. Ich glaube zwar noch nicht dran, aber ja, warten wir es mal ab. Ich habe auch gesehen, dass eine Freundin von mir eine Nachricht von, keine Ahnung, ich glaube Amazon oder Thalia bekommen hat, dass, es war Buchhandlung Graf, so, dass das Lieferdatum eventuell nicht eingehalten werden kann. Und da hatte sogar der DTV-Verlag bei ihrem Post drauf reagiert oder auch bei ihrer Story, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ja, dass es eben zu Lieferengpässen oder Lieferverzögerungen kommen kann, aber dass jeder, der das Buch quasi vorbestellt hat, mit Farbschnitt auch das Buch mit Farbschnitt erhalten wird. Hier hat der DTV-Verlag nämlich etwas Neues eingeführt, was es so vorher, glaube ich, nicht gegeben hat. Nachdem Band 1 Fourthwing ja so einen riesen Shitstorm kassiert hat, weil super viele Leute den Buchschnitt nicht mehr bekommen haben, hat sich der DTV-Verlag nämlich was Neues ausgedacht. Er wird das Buch in zwei Editionen rausbringen. Einmal in der normalen Version, Hardcover, ohne Farbschnitt, ohne Schnickschnack, ohne alles. Das Buch wird für 28 Euro erhältlich sein. Und dann gibt es noch eine Deluxe-Version mit passend farblichem Farbschnitt zu Band 1. Und ich weiß gar nicht, ob es noch Veredelungen gibt. Auf jeden Fall ist das Buch 4 Euro teurer. Das wird für 32 Euro auf dem Markt erhältlich sein. Wie immer werde ich euch natürlich jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil Iron Flame ja der zweite Band der Reihe ist. Violets Traum, Schriftgelehrter am renommierten Beskayed War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden keine schwachen Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken, besonders Zayden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will, denn am Beskayed War College haben alle eine Agenda und es gibt nur zwei Wege hinaus, den Abschluss machen oder sterben. Ich werde euch natürlich auch beide Editionen unten in die Infobox packen, also wenn ihr euch eins der Bücher näher anschauen wollt oder vielleicht auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind und dieses Buch ist definitiv ein Weihnachtsgeschenk wert, dann schaut einfach mal in die Infobox, da sind die Affiliate-Links zu Thalia und Amazon. So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch auf meiner Liste, das da wäre
Booklovers, die Liebe steckt zwischen den Zeilen. Das wurde jetzt endlich übersetzt. Die englische Version ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ich freue mich schon riesig darauf, weil es schon, keine Ahnung, Ewigkeiten auf meiner Wunschliste steht. Es kommt übrigens bei Knauer raus, auch am 1.12. Und jetzt erzähle ich euch noch, um was es geht. Die New Yorker Literaturagentin Nora Stephens ist das Gegenteil einer romantischen Romanheldin. Sie ist tough, scharfzüngig und nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Einzig für ihre Schwester Libby würde sie alles tun, sogar einen Sommer in der idyllischen Kleinstadt Sunshine Falls verbringen, dem Schauplatz von Libbys Lieblingsromanen. Von Picknicks auf Blumenwiesen und Dates mit attraktiven Landärzten jedoch keine Spur. Ausgerechnet dem arroganten und unnahbaren New Yorker Lektor Charlie Lustra begegnet Nora in Sunshine Falls wieder. Nach und nach muss sie jedoch erkennen, dass nicht nur in Büchern, sondern auch im wahren Leben manches anders ist, als es auf den ersten Blick scheint. Ebenfalls am 1.12. erscheint der dritte und finale Band von Maggie Stiefvaters neuer Reihe. Das ist ja die Spin-off-Reihe zu den Raven Boys. Und dieses hier heißt, glaube ich, Dreamer. Also diese Reihe heißt, glaube ich, Dreamer-Reihe. Es ist auf jeden Fall der dritte Band. Die Raven Boys haben ja 4 Bände. Diese Reihe hat nur 3 Bände und dreht sich ja um den Charakter Ronan, der bereits in der ersten Reihe quasi mitspielt. Natürlich lese ich euch auch hier wieder den Klappentext zum ersten Band vor, der da heißt Wie der Falke fliegt, und da schreibt die Maggie. Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile, reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt, denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können, und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Auf das nächste Buch freue ich mich schon unglaublich, weil die ersten 3 Bände bereits große Highlights für mich waren. Sie sind alle dieses Jahr erschienen. Also Band 1 und 2 sind sogar am gleichen Tag erschienen, am 13. Juni. Ich glaube, der dritte Band ist irgendwann im September erschienen. Lass mich lügen, müsste ich nochmal nachgucken. Und jetzt erscheint am 12.12. Band Nummer 4. Ich spreche natürlich von der The Darkest Gold-Reihe aus dem Hause Kiss. Und ja, wie bereits erwähnt, die Reihe war für mich ein richtiges Highlight. Es ist die Geschichte rund um den König Midas-Mythos. Einfach neu erzählt, und es ist eine sehr brutale Reihe, es ist eine sehr bildgewaltige Reihe und teilweise auch nichts für schwache Nerven, aber für mich ein ganz klares Lese-Highlight aus diesem Jahr. Also ich bin sehr froh, dass ich die Reihe für mich entdeckt habe und kann sie auch nur wirklich jedem ans Herz legen. Auch hier, es handelt sich um eine Reihenfortsetzung, deshalb müsst ihr euch mit dem Klappentext zu Band 1 begnügen. Gold, goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold, selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure. Aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, vor denen er mich schützen sollte. Ebenfalls am 12.12. kommt das neue Buch von Kira Mohn auf den Markt. Ebenfalls aus dem Hause Kiss. Auch die machen das ganz gerne, dass sie alle Bücher am gleichen Tag auf den Markt bringen. Das neue Buch von ihr heißt Wir irgendwann und ist der zweite Teil ihrer Dilogie. Ich habe den ersten super gerne gelesen, vielleicht auch, weil es ein Mutter-Tochter-Buch ist. Also der erste Band ist aus der Geschichte der Tochter geschrieben, der zweite Band ist aus der Sicht der Tochter, der zweite Band ist aus der Sicht der Mutter geschrieben, spielt aber nach den Geschehnissen aus Band 1. Deshalb ist es hier auch irgendwie schwierig, den Klappentext auszuwählen, ob ich jetzt den ersten oder den zweiten vorlese. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass es um eine Mutter-Tochter-Geschichte geht. Und ich denke, ich kann euch da auch beruhigt den Klappentext zu Band 2 vorlesen, weil der doch nicht so arg spoilert, weil man anhand des Klappentextes von Band 1 eigentlich schon weiß, was geschieht.
Ich lese euch jetzt einfach den von Band 2 vor, wenn ihr das nicht hören wollt. In diesem Fall, dann wartet einfach, bis ich bei dem nächsten Buch angekommen bin. Ein schlechter Scherz. Das ist der erste Gedanke, der Emmeline durch den Kopf geht, als plötzlich eine junge Frau vor ihr steht und behauptet, ihre Tochter zu sein. Em hat keine Kinder. Mehr noch, sie kann keine Kinder bekommen. Dieser dumme Scherz ist also alles andere als witzig. Er ist grausam. Doch die junge Frau meint es ernst. Sie ist überzeugt, dass sie verwandt sind. Nach einer schockierenden Enthüllung beginnt so für Em eine Reise in die Vergangenheit und zu einem Mann, an den sich nur ihr Herz erinnern kann. Und dann machen wir den Hattrick am 12.12. einfach mal voll. Da erscheint nämlich auch im Hause Lux der 5. Band von Laura Kneidels Herzensreihe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Verliebe dich nicht, heißt der 5. Band. Und ich finde irgendwie, dass diese Reihe so ein bisschen der Startschuss für das New Adult-Genre war. Also wenn ich an New Adult und seine Anfänge denke, dann denke ich an diese Reihe von Laura Kneidel mit Berühre mich nicht, ging es damals los. Und mittlerweile gibt es ja schon 5-jähriges Jubiläum und es gibt eine 5-jähriges Jubiläum Sonderedition als Hardcover. Ich muss sie mir endlich kaufen, weil ich die Reihe super schön fand. Und es gibt sogar eine Novelle, ein Comic von diesem Buch. Und das finde ich einfach absolut faszinierend. Die Protagonistin in der Geschichte, zumindest in Band 1 und 2, hat einen Etsy-Shop, was ich persönlich ja super witzig fand, und ich glaube, das war auch so ein Hauptding, warum ich die Reihe so gefeiert habe, unabhängig von der Story. Aber um was geht es jetzt im finalen Band? Ich meine, Band 1 und 2 gehören ja zusammen mit den Protagonisten, Band 3 und 4 gehören zusammen mit den Protagonisten, April und Gavin, und jetzt kommt einfach der letzte und finale Band, Band 5. Auch wenn es mich in meinen Zwängen stört, dass ich mir denke, eigentlich müssten diese Charaktere auch noch 2 Bände bekommen. Aber ja, ich werde ja hier nicht gefragt. Die 21-jährige Megan lebt für ihre Kunst. Der erhoffte Erfolg lässt sie doch auf sich warten und schließlich wird sie von ihren Eltern vor die Wahl gestellt. Entweder sie studiert oder sie streichen ihr die finanzielle Unterstützung. Megan entscheidet sich für ihre Kunst und zieht kurzerhand nach Melview, um dort ihren Traum zu verwirklichen. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn sie braucht dringend einen Job. Doch als ihr angeboten wird, als Barista im Le Petit zu arbeiten, zögert sie. Grund dafür ist Cameron, der attraktive Kaffeebesitzer, auf den sie schon lange ein Auge geworfen hat. Allerdings hat Cam sie bei ihrem letzten Treffen eiskalt abblitzen lassen, obwohl da ein Feuer zwischen ihnen ist, das sich nicht leugnen lässt. Einen Tag später erscheint das neue Buch von Bridget Camara. Hüte den Morgen heißt das Ganze und erscheint bei Heine. Es ist der 2. Band der Mondflor-Saga. Und ich habe den ersten tatsächlich auch noch nicht gelesen. Er ist schon die ganze Zeit auf meiner Wunschliste. Ich habe das Buch auch noch nicht gekauft. Ja, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Aber ich habe es auf jeden Fall vor. Ich habe es quasi auch auf meine Wichtelliste gesetzt, weil ich bei verschiedenen Wichtelaktionen mitmache. Und bei der einen habe ich dieses Buch, also Band 1, auf die Wunschliste gesetzt, was ich mir wünschen würde. Ob ich es dann tatsächlich bekomme oder nicht, I don't know. Das heißt, im neuen Jahr dürft ihr euch auf jeden Fall auf das ein oder andere Wichtel-Unboxing freuen. Nur so als kleiner Spoiler. Jetzt verrate ich euch aber natürlich, um was es hier in der Reihe geht und lese euch den Klappentext zu, natürlich Band 1 vor. Trotze der Nacht heißt übrigens der erste Band. Das Königreich Kandala wird von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Der einzige Schutz ist ein Elixier aus Mondflor, doch die seltene Pflanze ist so teuer, dass sich nur die Reichsten die Medizin leisten können. Deshalb schleicht sich die junge Apothekergehilfin Tessa nachts aus dem Haus und schmuggelt das kostbare Elixier in die Abendviertel, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Prinz Korrig ist der Bruder des Königs und der heimliche Herrscher Kandalas. Gnadenlos verfolgt er jeden, der die Privilegien des Adels bedroht. Vor allem die Person, die heimlich die Armen mit Mondflor-Elixier versorgt. Als sich die Rebellen und der Prinz eines Tages begegnen, sprühen sofort die Funken und die einstigen Todfeinde müssen eine Entscheidung treffen. Wollen sie weiter gegeneinander kämpfen oder miteinander für Kandala und ihre Liebe? Und noch ein weiteres Buch erscheint am 13. Dezember und zwar das neue Buch von Emily Bear. Und das Cover ist einfach mal wieder ein absoluter Traum. Iron Empire heißt das Ganze und ist auch, glaube ich, ein Reihenauftakt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Ich glaube, es ist ein Reihenauftakt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall klingt der Klappentext mega, mega interessant. Und allein dieses Cover ist schon wieder so ein, ja, Coverkaufwert. Aber der Klappentext ist auch interessant. Also die Geschichte würde mich definitiv interessieren. Als ein Flugzeug in ihre Heimat abstürzt, ändert sich Kelias Leben schlagartig. Denn der Passagier ist niemand geringeres als Hunter, der Prinz des Eisernen Imperiums, welches seit Jahrhunderten die wispernden Wälder zerstört und damit auch die Lebensgrundlage ihrer Bewohner. Kay, die erst kürzlich zur Seherin ernannt wurde und vergeblich um die Akzeptanz ihres Volkes kämpft, sieht ihre Chance, sich zu beweisen. In der Hoffnung, ihre Heimat zu retten, begleitet sie den Prinzen zurück in sein Reich und merkt dabei schnell, dass ihre Verbindung weit über Diplomatie hinausgeht. Doch als Kay am kaiserlichen Hof ankommt, findet sie dort nichts als Intrigen und ein Land an der Schwelle zum Krieg, während der Menschheit buchstäblich die Luft zum Atmen ausgeht. Das nächste Buch ist tatsächlich so ein typisches Cover vom Drachenmond Verlag. Ich blende es euch natürlich auch wieder ein. Also wenn ich das Buch in der Buchhandlung stehen sehen würde, ich wüsste sofort, das ist ein Buch vom Drachenmond Verlag. Die geben sich immer super viel Mühe mit ihren Covern und ich finde, ihre sind auch irgendwo ein bisschen überladen, aber irgendwie passt da auch alles zusammen. Und ach ja, das Buch war eigentlich gar nicht so auf meinem Radar aufgetaucht, aber nicht, weil es für mich nicht interessant ist, sondern weil ich persönlich finde, dass der Drachenmond Verlag viel zu selten irgendwo auftaucht. Ich freue mich jedes Jahr bei der Buchmesse an den Stand zu gehen und mir die Bücher anzugucken, weil die einfach alles so wunderschön sind. Aber wenn ich mal meine Neuerscheinungsvideos Revue passieren lasse, habe ich da ganz selten Bücher aus dem Drachenmond Verlag drin. Und das finde ich eigentlich richtig schade. Vielleicht nehme ich mir das fürs neue Jahr vor, dass ich auf jeden Fall immer versuche, was vom Drachenmond Verlag reinzumachen, weil ich den Verlag an sich nämlich sehr, sehr gerne mag und weil ich, glaube ich, auch noch kein schlechtes Buch aus dem Verlag gelesen habe. Die haben mir bisher alle gefallen und ich hoffe, dass es bei Teufel von Oxford genauso sein wird. Aber um was geht es? England, 1888. Einst führte meine Familie die bekannteste Schlosserei Oxfords. Nun bin ich eine Diebin und knacke die Schlösser meiner Vorfahren. Schuld daran hat allein James Frederick Darville. Der arrogante und attraktive Gentleman erpresst mich. Zu allem Übel geht es auf seinem Anwesen nicht mit rechten Dingen zu. Auch wenn ich seine finsteren Machenschaften nur aufdecken und beweisen könnte, würde ich meine Freiheit vielleicht wieder erlangen. Leider zieht mich seine mysteriöse Macht immer mehr in seinen gefährlichen Bann. Am 22. Dezember geht die Kings of Sin-Reihe von Anna Huang endlich weiter. Der erste hieß ja King of Wrath, der zweite heißt jetzt King of Bride und ich glaube, insgesamt werden es 3 Bücher. Ich werde euch natürlich wie immer den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 4-mal im Video gesagt, aber ich möchte einfach nicht, dass ihr gespoilert wird. Ich habe die Reihe tatsächlich so noch gar nicht groß auf dem Schirm gehabt. Sie ist jetzt erst bei meiner Recherche quasi aufgeploppt. Also das erste Buch ging komplett an mir vorbei. Ich glaube, das habe ich auch in keinem Video vorgestellt als Neuerscheinung. Aber ja, selbst mir gehen einfach zwischendurch ein paar Bücher verloren. Deshalb bin ich immer sehr froh, wenn ihr mir unter den Videos noch Bücher kommentiert, die ebenfalls bald erscheinen. Also wenn ihr mich da unterstützen wollt, damit ich das Video so voll bepackt wie möglich für euch drehen kann, dann immer fleißig Kommentare schreiben. Aber jetzt kommen wir zum Klappentext zu Band 1. Dante Russo kontrolliert sowohl sein Unternehmen als auch sein Privatleben mit äußerster Sorgfalt. Für die Liebe hat der milliardenschwere Geschäftsmann keine Zeit. Doch dann zwingt ihn eine dreiste Erpressung dazu, sich mit einer Frau zu verloben, die er kaum kennt. Vivien Lau, Erbin eines Juwelenimperiums und Tochter seines größten Rivalen. Aus Pflichtgefühl ihrer Familie gegenüber erklärt sich Vivien einverstanden, auch wenn der arrogante CEO ganz gewiss nicht der Mann ihrer Träume ist. Was beide nicht haben kommen sehen, ist die ungeheure Anziehungskraft zwischen ihnen. Aber wie kann eine Beziehung eine Chance haben, wenn Dante Viviens Familie zerstören will? Die nächste Autorin mag ich unheimlich gerne. Ich mag ihre Bücher, ich mag ihren Schreibstil. Ich habe, ich glaube, mittlerweile alle ihre Geschichten gelesen und ich finde es einfach immer wieder schön, wie sie mich begeistern kann. Ich spreche von Valentina Fast und da erscheint nämlich jetzt ihr neues Buch Stolen Crown, die Magie des dunklen Zwillings. Zum einen mag ich Valentina sehr, sehr gerne und ihre Bücher. Zum zweiten geht es um Zwillinge. Das ist für mich ja auch immer so ein kleines Highlight und so ein kleines Argument, ein Buch zu kaufen, weil ich als eigener Zwilling
das immer sehr, sehr faszinierend finde, wie die Geschichte eines Zwillingspärchens von jedem Autoren, von jeder Autorin anders interpretiert wird und wie die Verbindung zwischen den Zwillingen einfach ist. Hier in der Geschichte ist es allerdings nicht ganz so toll, ein Zwilling zu sein. Von daher bin ich da mal gespannt, wie sich das auf meine Emotionen auswirken wird. In einer Welt, in der Zwillinge zum Tode verurteilt sind, teilt Avi sich heimlich ein Leben mit ihrer Schwester Anna. Als diese schwer erkrankt, versucht Avi händeringend, um das nötige Geld für eine Behandlung zu kommen. Doch dann ersteigert Fürst Nevan, der gefährlichste Mann des Reiches, sie als Dienerin und Avis Situation scheint aussichtslos, bis er ihr einen Auftrag gibt, der sie geradewegs zu den Sinnesspielen führt. Ein Sieg würde für Anna eine Chance auf Heilung bedeuten und Avi würde alles dafür tun, sogar mit Ren, dem Soldaten des Fürsten, zusammenarbeiten, auch wenn er in ihr ungeahnte Gefühle auslöst und ihr näher kommt, als ihr lieb ist. Auch am 22.12. bringt die liebe Emma Scott ein neues Buch raus. Diesmal handelt es sich um eine Dilogie, die sie geschrieben hat. Es kommt der zweite Band der Dreamcatcher-Duett-Reihe raus. Band 1 habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen, aber ich glaube, ich kann euch hier den Klappentext zu Band 2 vorlesen, weil ich glaube, dass man die Bücher getrennt voneinander lesen kann. Die junge Fiona lebt in ständiger Angst, dass ihr Ex-Mann sie finden könnte. Trotzdem beschließt sie eines Tages, einen One-Night-Stand zu wagen. Als sie in einer Bar auf Nikolai trifft, scheint die Welt in den Hintergrund zu treten. Sie ahnt nicht, dass der tätowierte junge Mann mit den traurigen Augen ebenfalls auf der Flucht ist. Er schlägt sich mit illegalen Pokerspielen durch und trägt ein unbegreifliches Geheimnis mit sich. Aus einer Nacht werden viele und die Gefühle zwischen ihnen sind tiefer als alles, was sie je kannten. Doch Nick weiß, dass sie nur eine Zukunft haben, wenn er Fiona alles über sich offenbart. Er weiß aber auch, dass er sie dadurch für immer verlieren könnte. Von der nächsten Autorin habe ich tatsächlich noch absolut gar nichts gelesen. Das heißt, sie ist ein völlig unbeschriebenes Blatt für mich. Aber gerade das finde ich auch super spannend. Ich liebe es, neue Autoren und Autorinnen zu entdecken. Und ihr Buch klingt für mich auch sehr, sehr vielversprechend. Ich lasse mich überraschen, es heißt You with a View, die Autorin heißt Jessica Joyce. Wenn ihr sie kennt, dürft ihr mir gerne mal verraten, was sie noch so geschrieben hat, weil mir der Name auch noch nie irgendwie untergekommen ist. Der ist mir gar kein Begriff, ich kann sie gar nicht zuordnen. Und ja, das finde ich doch sehr, sehr spannend. Das Buch erscheint am 27. Dezember, also kurz vor Jahresende. Und im Klappentext heißt es wie folgt. Arbeitslos und noch immer bei den Eltern lebend, versucht Noelle, den Verlust ihrer geliebten Großmutter zu überwinden. Dabei stößt sie auf ein uraltes Foto von ihrer Grams und einem attraktiven Mann inklusive Liebesbrief. Von der Neugierde gepackt startet Noelle einen Aufruf auf TikTok, um den Fremden ausfindig zu machen. Doch als sich sein Enkel darauf bei ihr meldet, schlägt Noelles Herz schneller. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Es ist Theo Spencer, ihr ehemaliger Klassenkamerad und ewige Nemesis. Heute ist er erfolgreich, gut aussehend und hat zu allem Überfluss auch noch ein Lächeln, das Noelle um den Verstand bringt. Wider Willen startet sie gemeinsam mit Theos Großvater den wohl verrücktesten Roadtrip aller Zeiten. Aber hat Theo sich wirklich geändert? Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das auf meiner Liste steht. Es ist ebenfalls eine Autorin, von der ich noch nichts gelesen habe, aber ich habe ihren Namen bereits gehört. Es ist auch hier wieder eine Reihenfortsetzung und zwar die Färöer-Reihe. Der erste Band hieß Of Thunder and Rain und der zweite Band, der jetzt erscheint, Of Ocean and Storm. Ich finde, das Cover ist richtig hübsch und erinnert mich mit diesem Rautenmuster auch so ein bisschen an die Berühre mich nicht-Reihe von Laura Kneidel. Da ist ja auch dieses Rautenmuster vorne auf dem Cover drauf. Das eine hat natürlich mit dem anderen nichts zu tun, aber auch hier klingt der Klappentext sehr, sehr ansprechend. Als Loa sich nach einem ausgelassenen Pubabend auf einen One-Night-Stand einlässt, ahnt sie nicht, dass sie den charmanten Engländer nicht so schnell wieder los wird. Der Frauenschwarm hat in der Nacht seinen Pass verloren. Gestrandet auf den Färöern bleibt ihm nichts anderes übrig, als in Loas Tiny House eine Lösung zu finden. Doch sein Plan, ein paar heiße Nächte mit ihr zu verbringen und dann zu verschwinden, schlägt fehl, als er bemerkt, dass sie eine große Gemeinsamkeit haben. Eine Lüge, auf der sie ihr ganzes Leben aufgebaut haben. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die auf meiner Dezemberliste gestanden haben. Natürlich, wie bereits erwähnt, erscheinen noch viel, 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 viel mehr. Aber ich muss mich hier im Video ja immer etwas kurz fassen.
Wenn ihr Interesse an einem der Bücher habt, vielleicht auch wirklich für ein Weihnachtsgeschenk etc., dann schaut in der Infobox vorbei. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.